Wir haben hier 10 Gegenstände. Für jeden Gegenstand, den Moritz ins Maul nimmt, gibt es genau einen Punkt. Und wir fangen jetzt mit dem einfachsten an, mit dem Hundespielzeug. Momo? Hat er schon mal einen Punkt. Fein. Supi. Nehmen wir mal ein Quietschi. Ist auch leicht. Momo, bring hier. Der Moritz sagt sich nur nicht so viel bewegen. Es ist warm heute. 2 haben wir. Dann nehmen wir mal einen Schlüppi. Nicht meiner. Moritz, bring hier. Ein Schlüppi. Haben wir 3 Punkte. Ist auch einfach. Momo, machen wir mal was Schwieriges. Ist sperrig. Mal gucken, wie er sich da schlägt. Momo, bring hier. Ja, fein. Auch das bringt der Moritz fein. Super. Okay, dann nehmen wir mal die Kopfhörer. Bring her, Momo. Bis jetzt schlägst du dich ja super. Super, sogar die Kopfhörer, prima. Okay, jetzt nehmen wir mal was Schwieriges. Hunde mögen das nicht, wenn man Metallisch im Mund nimmt. Schweine auch nicht, das muss man schon fleißig üben. Ja, fein, super. Prima, das war wahrscheinlich viel zu einfach. Jetzt mal was ganz Schwieriges, Metall und auch noch, wo man komisch anfassen muss. Ups, bring her. Siehst du ein? Bring her. Bring her, Moritz. Ja, und bring her. Ja, Momo, komm her. Ja, super. Sogar das Schwere. Er muss so ein bisschen überlegen, aber wenn man so alt ist wie der Moritz, dann darf man auch ein bisschen überlegen. Okay, Momo, bring ihn Bälle. Bring her. Ja, super. Da muss das Tier erstmal umschalten. Den kann er ja nicht ins Maul nehmen. Er musste am Zippel. Das ist schon. Er ist clever. Jetzt was für Jans hier wiefte? Eine Münze. Komm, das schaffst du ohne. Bring her, Momo. Komm. Nee, bring her. Das Aufheben ist schon schwierig und nicht runterschlucken ist auch so eine Sache. Super, 10 von 10 Punkten. Das war super. Moritz kriegt den Jackpot. Juhu! Hau rein, Momo! Morgen ist der Paul dran. Ich bin mal gespannt, wie viel der schafft.